Leute, tut mir leid, ich weiß, ich bin im Verzug. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, konnte ich euch leider nicht zeigen. Dann bin ich nicht nach Berlin gekommen und dadurch fiel der Termin aus. Also nichts Spannendes passiert, außer Lernen, Lernen, Lernen und Training. Aber heute passiert wieder was. So, bevor es zum eigentlichen Event geht, geht es heute erstmal nochmal. Lach mich nicht schon wieder aus. Lass krachen. Viel Spaß in Berlin. Jo, und Donnerstag spätestens. Weiß, was hier los ist, keine Ahnung. Endlich zu Hause. Also, neuer Morgen, neues Glück. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell meine neue vegane Bowl-Alternative, die ich zurzeit immer anwende. Jetzt nehme ich noch ein paar Leinsamen, weil ich schon nicht so viel auf dem Rad sitze, dass die Verdauung trotzdem ganz gut angekurbelt ist. Nüsse, Nüsse. Feiner kann man es nicht nennen. Ich ballere jetzt Zimt drauf ordentlich. Sieht man, wenn er nicht Soja reizt. Milch reinmachen. Zack. Zack, fertig. Frühstücksbowl. Also, zurzeit ist eher ein bisschen Stress angesagt hier, weil ich jetzt noch am 30.11. mir 2 Prüfungen reingeladen habe und deshalb sieht das zurzeit alles ein bisschen mehr lernstressmäßig aus hier. Dadurch bin ich jetzt mit Upload ein bisschen hinterher. Gestern war der Strasser-Vortrag, es war auf jeden Fall sehr interessant. Es hat mich stark an das Race Across America von mir erinnert. Nur, dass er es halt alleine gemacht hat. Nicht im Viererteam und einfach mal 11.500 Kilometer. Das ist eine ganz andere Welt. Und Afrika, da ist durch Kriegsgebiete oder halbe Kriegsgebiete gefahren. Die Storys, die er erzählt, ist richtig, richtig gut. Also ich kann entweder, habt ihr auch mal die Möglichkeit, zu einem Vortrag von ihm zu gehen. Das ist sehr interessant. Oder ihr kauft euch sein Buch. Das ist so ähnlich wie der Vortrag aufgebaut, mit noch ein paar coolen Anekdoten und Geschichten mehr drin. Kann ich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall richtig cool, cooler Typ. Okay, da ich nicht ganz so mega viel Material dieses Mal habe, zeige ich euch einfach, wie ich jetzt noch das Video hochladen gehe. Weil ich muss es hochladen gehen, weil das Internet hier zurzeit keine Uploadrate hat oder einfach nur verdammt langsam ist. Und ich kaum noch FaceTime kann oder sonst was machen. Eine Webseite aufrufen. Der Download ist okay, aber Upload. Okay, nicht euer Problem. Ich muss jetzt echt in die Uni rennen, um den Scheiß hochzuladen. Also genießt es.